Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Und heute widmen wir uns einem Spiel, was eigentlich gar nicht in mein typisches Videospielraster passt, denn wir spielen gemeinsam Wolfenstein The New Order. Für alle, die noch nicht genau wissen, worum es hier geht, es ist ein Shooter angesiedelt in den 1960er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg in einem fiktiven Szenario, in welchem die Nazis den Weltkrieg gewonnen haben. Daraufhin eine Weltmacht wurden, technischen Fortschritt erlangt haben und nun mit ihrem schlimmen und grausamen Regime sozusagen die Welt unterjochen. Und wir sind eine Art Widerstandskämpfer, der eben gegen dieses Regime kämpft. Dementsprechend auch an der Stelle nochmal der kurze Disclaimer. Dieses Spiel ist ein Spiel ab 18+. Das Spiel beinhaltet viel Gewalt, es beinhaltet Tod, Leid, Folter, whatever. Also guckt euch das bitte nur an, wenn ihr euch ready dafür fühlt und wenn das mit euren Eltern abgesprochen ist, wenn ihr minderjährig seid. Aber genug davon. Dieses Spiel hat eine großartige Geschichte, meiner Meinung nach. Es ist eine großartige Erfahrung. Ich habe das damals gespielt, als ich noch nicht 18 war, aber ich habe es massiv enjoyed. Super spannendes Szenario. Und ich würde sagen, wir gucken uns das doch einfach mal gemeinsam an. So, ich kann jetzt hier meinen Schwierigkeitsgrad auswählen. Tut mir nicht weh, lass sie nur kommen. Der leibhaftige Tod, extrem. Ich nehme einfach den mittleren Schwierigkeitsgrad. Ich glaube, das ist bei Fun Let's Play immer das Sinnvollste. Dann hat man so ein bisschen eine Herausforderung. Aber sozusagen. Ihre Kinder. Es ist nicht zu schwer. Ein Hund. Und ich sehe jemanden. Ja, da ist irgendwer. Das alles. Das ist nicht meine Welt. Dafür rührende Motoren. Soldaten. Wir kommen in der Nacht. Ostsee, nahe der feindlichen Küste, 1946. Okay, wir können uns umsehen. Das ist schon mal was. Okay, wir müssen die Treibstoffleitung dicht machen. Weil unser Kollege wohl abgestürzt ist im Krieg. So, oh, ich brauche irgendein Werkzeug und das habe ich noch nicht. Wir schaffen das. So, zack, zack. Ich glaube, das ist hoffentlich alles, was ich brauche. Und jetzt gehen wir hier nach hinten. Oh boy. Und wir können die Treibstoffleitung abdichten, ne? Beziehungsweise abklemmen. Wodurch wir kein Feuer fangen. Sehr schön. Und wisst ihr, was wir jetzt noch machen? Weil es gerade kommt, das ist in Let's Plays, glaube ich, immer sehr sinnvoll, sich mal ganz kurz einfach die Untertitel anzumachen, weil dann könnt ihr nämlich das Ganze auch nochmal besser nachlesen, sollte ich mal über irgendwas drüber quatschen. Wunderbar. Okay, ich soll alles aus dem Frachtraum werfen, damit wir leichter werden, weil wir können das Gewicht nicht mehr stemmen. Ihr merkt, dass wir einfach hier mitten in ein Szenario geworfen werden. Wir sind mitten im Krieg. Oh, wir haben ein Messer bekommen. Sehr schön. R3. Zack. Ich spiele das Ganze, by the way, in der PlayStation 5 Version. Ist aber schon relativ alt, das Spiel. Also dementsprechend läuft das Spiel grafisch nicht auf PS5 Niveau. Aber einfach nur kurz der Vollständigkeit halber. So, und dieses Auto hier, den müssen wir jetzt auch noch abtrennen. Ich hoffe, damit sollten wir jetzt nicht hier ins Wasser stürzen. Passt das? Ja, ich komm schon wieder. Wow! Ich bin schon wieder auf dem Weg. Mhm. Okay. Ich muss ans Geschütz. Ist das Geschütz? Ah, hier unten ist das Geschütz. Okay. Oh, shit. Ich will euch gerade noch irgendwie einige Infos geben zum Spiel, aber ich glaube, warte mal, R2, um zu zoomen. Ah, nee, das ist Schießen. Ah, hier. L2, um zu zoomen. So. Ich will euch eigentlich noch einige Infos geben zum Game, aber ich glaube, da ist aktuell noch nicht der richtige Zeitpunkt dafür. So, dann schauen wir mal. Genau, da haben wir doch schon einen rausgenommen.
Der brennt auch schon. Das ist doch auch schon mal was Schönes. Zack. Zwei Flieger konnten wir schon mal aus der Luft holen. Jetzt schauen wir noch, ob wir den auch noch eventuell eliminiert bekommen. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Das ist auch noch ein feindlicher Jäger. Oh ja, den haben wir auch erwischt. Das läuft doch gar nicht schlecht, Freunde. So. Oh, das sind meine Kollegen, die den gerade verfolgen. Mhm. Immerhin, wenn wir sie schon mal zum Rauchen bringen, ist das schon mal gar keine schlechte Sache. Oh Gott. Aber warum haben die so Hightech-Flieger und wir fliegen in solchen Gammelmaschinen? Verdammte Axt. Als ob wir da irgendeine Form von Chance hätten. Das ist... Schau dich das an. Die könnten straight aus Star Wars kommen. So, und du verziehst dich bitte auch noch. Okay, nein, 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 nein. Das passt. Direkt vor uns. Der da, der da, der da, der da, der da. Der Tod klopft wieder an. Aua. Er ruft mich. Nicht heute, mein Freund. Ich muss einen Krieg gewinnen. Noch am Leben, Sie Glückspilze! Sie sind echt hart im Nehmen, Grundgütiger! Meldung! Polter 1, bitte kommen, Polter 1! Erste Hilfe, Koffer, Blasco! Nehmen Sie! Was machst du jetzt, du verrückter Kerl? Okay, ich habe ein bisschen Leben bekommen. Haben wir kein Glas mehr in unserem Cockpit? Nee. Ja. Okay. Ja, der linke Flügel ist kaputt. Den Einschlag im Wasser verhindern. Sie müssen noch was für mich erledigen. Schicken Sie jemanden zur Seitentür. Sie bekommen gleich Besuch. Bitte was? Leskovic, machen Sie die Cockpit-Tür auf. Sie müssen sie aufhalten. Okay. Was zur Hölle? Alter, was ist denn mit dem los? Muss ich auch springen? Okay. Okay. Was ist das für ein Start? Das ist doch krank, Mann. Ja. Wie steht's, Cap? Alles oder nichts. Wie immer. Hurra, Sir! Okay. So. Alles gut bei euch, Männer? Den Truppen scheint es doch gut zu gehen. Wir haben schon mitbekommen, dass wir auf eine Art Totenkopfinsel düsen. Gott sei Dank sind sie hier! Oh, oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott. Wir haben gerade gehört, wenn die Mission scheitert, verlieren wir Europa. Jetzt nicht aufhalten, Sir. Es ist vorbei. Wir werden den Krieg verlieren. Ei Gott, ich höre Sie. Ich muss jetzt Schluss machen. Vor uns liegt
deiner Basis. Wo ist Anchorman? Ende. Konrad, ein Ende. Halten Sie sich fest, Blasco. Gleich die Angriffsflotte nach der Landung. Okay, okay. Und quasi das, was hier immer als Totenkopf bezeichnet wird, das ist quasi sinnbildlich für die Nazis. Alles ist verloren. Die Truppen des Regimes rücken unaufhaltsam vor. Wir haben keine Chance. Unser Plan geht nicht auf. Wir sind unterlegen und am Ende. Keiner weiß warum. Die Menschen verzweifeln. Ich nicht. Ich suche einen alten Bekannten und werde eine Rechnung begleichen. Für die Wende sorgen. Oh. Da hat aber ein Robohund Spaß mit uns. Okay. So, ne? Also wie gesagt, das Regime und Totenkopf, die stehen quasi für die Nazis und für Adolf Hitler. Und das ist quasi dieses fiktive Szenario, in welches wir geworfen werden. So, was muss ich denn jetzt machen? Ah, da ist ein Telefon. Fergus, wie ist Ihr Status? Peskovic, bei uns hier ist die Kacke am Dampfen. Wir sitzen hier im Flieger fest, während uns irgend so ein Panzervieh den Arsch aufreißen will. Kein Witz. Ich habe das gleiche Problem. Sitze in den Trümmern fest. Peskovic, sehen Sie das da drüben? Hey, Private Wild, leuchten Sie! Blasco, sehen Sie das Licht? Wild, das Licht aus! Ja, Sir! Ich kann Sie sehen. Was soll ich machen? Wir kommen von hier aus nicht hin. Sitzen hier verdammt nochmal fest. Aber wenn Sie den Geschützturm unseres Fliegers erreichen, können Sie das Biest vielleicht erledigen. Kleine Waffen können denen nichts anhaben. Können Sie zu uns rüberschwimmen? Wenn Sie unter Wasser bleiben, sollte Ihnen nichts passieren. Guter Plan, Fergus. Ich komme zu Ihnen. Wir sollen da jetzt raus? Okay, alles klar, ich bin dabei. So, auch Kisten können wir aufbrechen. Da war noch mein Medikit drin. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Oh, nee! Den Kollegen gibt's ja auch immer noch. Ach, warte mal, ich kann rutschen. Ah! Okay, 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 kapiert. Mit viel Anlauf kann man sliden. So, unsere Leben sind auf 100. Auf. Okay. So, kann ich unter Wasser auch Kisten kaputt machen? Ne, ich glaube, ich kann nur schwimmen. So, wir müssen jetzt nur so lang wie möglich unter Wasser bleiben. Weil in dem Moment, in dem wir auftauchen, ist hier Feierabend. Ist das eine Näherungsmine oder sowas? Ich will die mal nicht berühren. Oh boy. Der Kollege hat mal Luft. Okay. Glücklicherweise leben wir noch. Das ist, glaube ich, noch größeres Wesen als nur so ein Hund, der uns bisher angegriffen hat. Ich bin, wie gesagt, ich bin ganz großer Fan von diesem Szenario. Das ist, ich mag so fiktive Szenarien. Gerade auch, dass dieses Spiel sich einfach mal traut, so diese sehr dunkle Zeit der deutschen Geschichte, diese Nazi-Zeit auch aufzugreifen und aus der Sicht eines quasi Ausländers sozusagen zu zeigen. Ich glaube, Blaskovic klingt jetzt doch sehr russisch in dem Fall. So, dann schauen wir mal, ob wir den Kollegen hier mal vernichten können. Ja, aber das ist nicht der Einzige, der zu uns kommt. So, wir haben beide Panzerhunde erledigt. Damit kann man doch schon mal arbeiten. Sehr schön. Wir scheinen safe zu sein. Beruhigen Sie sich, Weichei. Also gut, hören Sie zu. Dort in den Gräben gibt es ein MG-Nest. Wenn wir vorrücken, werden wir abgeschlachtet. Also, Sie arbeiten sich zu diesen Schützengräben vor und schalten das Nest aus. Laufen Sie einfach durch die Mitte, so schnell Sie irgendwie können. Wir geben Ihnen von hier aus Feuerschutz. Verstanden. Ah. Legen Sie das an. Ich halte Funkkontakt. Okay, Leute. Bereit machen für Deckungsfeuer. Alles klar. Wir haben mittlerweile auch eine Waffe. Eine Maschinenpistole. Es hieß, wir sollen einfach ab durch die Mitte. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Holy shit. Okay, okay. Wir stehen noch. Das ist das Wichtigste. Und jetzt geht's hier ab runter in den Schützengraben. Oh, hier ist sogar noch meine Rüstung. Ihr seht das unten. Wir haben nicht nur 100 Leben, sondern jetzt auch 25 Rüstung. So, da können wir zielen. Alles klar. Das ergibt doch schon mal Sinn. Was haben wir hier? Granaten, ne? Okay, sehr interessant. Und ich vermute, die muss ich jetzt da hochwerfen, die Granate. Probieren wir das mal.
Na dann. Feuer frei. Ich denke, das hat funktioniert. So Medischock. Ah, schaut mal unten auf meine Leben. Ich habe jetzt für einen kurzen Zeitraum mehr Leben. Okay. Hier ist nochmal mehr Rüstung. Hier ist nochmal so ein Medischock. Da ist Munition. Okay. Ja, ich habe vor, euch den Weg frei zu halten. Ist da unten irgendwas? Ich sehe da einen Schatten. Ich sehe da einen Schatten. Kann ich das irgendwie aufmachen? Hat man das nochmal Rüstung? Ah, halte L1 gedrückt und bewege L, um dich niederzubücken. Halte L1. Das ist doch L1. Bewege, um dich hinunterzubücken. Ah, kapiert. Oh ja, hier sind Füße. Na dann, Meister. Oh shit! Okay. Der Kollege stand noch. Der hat auch noch mal eine Rüstung fallen lassen. Der hat jetzt eine andere Waffe? Ja. Ein anderes Sturmgewehr. Keine Ahnung, ob mir das besser gefällt. Ich nehme es einfach mal. Oh, 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 oh. Okay, okay, okay. Ich spiele das Ganze mit Controller, deswegen... Ich habe leider nicht das krasseste Aim. Warte mal, ich nehme meine Waffe wieder. Ich glaube, damit habe ich nämlich mehr Munition. Liegt meine Waffe hier noch? No way! Oh boy, die ist weg. Das ist nicht gut. Da ist aber noch Rüstung drin. So. Oh boy. Diese Waffe hat so einen insanen Rückstoß. Wie ist denn da sinnvoll was machen? So, ich komme jetzt hier, an dich ran, Meister. Wir müssen das per Messer klären. Oh boy. Oh, oh shit. Aber ich habe meine Waffe noch. Ah, wartet mal. Habe ich irgendwo ein Waffenrad? Moment mal. Ah ja, ich kann mehrere Waffen tragen. Das ist das Messer. Okay. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das mache, aber hier, durch das Drücken von 3, kann ich meine Waffen durchswitchen. So, und da kann ich immer die ganze Munition mitnehmen, weil ich jetzt mit deren Waffen kämpfe. Okay. Wir sind mitten im Schützengraben, Freunde. Und da, schau dich mal das an. Was zur Hölle ist das? Das sind diese Riesenfüße, die wir gesehen haben. Irgendein riesiger Kampfläufer. Holy shit, warte, irgendjemand liest hier auf mich. Oh, oh, Das ist jetzt nicht so gut. Sehr gut. Das war, glaube ich, ein direkter Volltreffer. Na, Bro. Was geht? Boah, was ist das für eine kranke Maschine, Mann? Was zur Hölle haben die denn für einen technischen Fortschritt hier? Sehr gut. Ich muss halt wirklich einen Tick langsamer und entspannter spielen, weil halt einfach mein Aim nicht das Beste ist. Aber wir haben ja alle Zeit der Welt. Ist ja das Gute. Sehr schön. Okay, und die Munition kriege ich immer quasi direkt bei deren Körpern. Und nicht bei deren Waffen, wo sie liegen. Das ist schon mal ganz gut zu wissen. Oh. Ich könnte jetzt hier raus oder hier weitergehen. Okay, ich soll hier raus. Alles klar. So, da oben ist nochmal Medi. Die nehme ich doch ganz gern mit. Steht hier, Achtung Minen. Sogar in deutscher Sprache. Ich weiß nicht, ob das übersetzt wurde oder ob hier wirklich bewusst so deutsche Texte gelassen wurden. Weil die sollen ja quasi die Deutschen darstellen. Oh, hi. Oh, das war ein schöner Treffer. Ich habe eine Pistole bekommen. Deaktivieren von Akimbo. Ohoho! Halte R1, um das Waffenauswahlmenü zu öffnen. Ah, Freunde. Jetzt weiß ich, wie ich an unsere Waffen komme. Ich kann diese Sturmgewehre doppelt tragen. Das soll mir mal jemand erklären, wie das mit dem Rückstoß geregelt ist. Aber hey, ich will mich mal nicht beschweren. Das ist fucking cool. So, dann wollen wir doch mal schauen. Ach nee, warte mal, jetzt sind wir ja hier. Ich krieg, glaube ich, immer Schaden, wenn ich in dieses Feuer reinlaufe. Das ist nicht so smart. So. Wow, ein Dog! Ach du Sch... Okay, der hat mich erschreckt. Der hat mich sehr erschreckt. Aber Akimbo ist halt unfassbar munitionsfressend. Das fühle ich jetzt halt nicht so. Ich glaube, ich bleibe bei meiner Maschinenpistole. Bin mit der eigentlich ganz glücklich, muss ich zugeben. Da ist nochmal einer. Okay, und da hinten hat er auch noch sein Herrchen dagelassen, oder? Sehr gut. Ich brauche halt recht viele Schuss, weil die recht stark gepanzert sind. Vielleicht nehme ich doch lieber deren Maschinengewehr. Weil ich da einfach mehr finde.
Oh, ist das ätzend. Aber die haben einen insanen Rückstoß. Also, wie treffen die denn irgendwas? Da ist nochmal einer. Mhm. Da hinten kommen noch mehr. So, okay, die sind beide zu Boden gegangen. Schön in Deckung bleiben. Wir haben schon gesehen, dass die circa von überall kommen können. Ich meine, wir spielen immer noch Schwierigkeitsgrad Mittel. Also, es wird schon einiges verziehen, so ist nicht. Aber ich glaube, man kann jetzt auch nicht einfach durchrennen und sich denken, ja, ja, ich überlebe sowieso alles. Und die Zeiten sind vorbei! Okay. Manchmal muss man auch nicht. Manchmal muss man auch nicht zielen. Die Auslöschung des Lebens an sich. Ist das nicht theoretisch jeder Krieg? Na, ich meine, wir haben ja schon gehört, wir sind im Jahre 1946. Das heißt, der Krieg ist nicht 45 beendet worden. In ausländischen Versionen sind hier, glaube ich, sogar überall Hakenkreuz-Symbole. Aber in der deutschen Fassung ist das nicht drin. Ah, sehr schön. Wir haben sogar eine Auszeichnung hier bekommen. Und ich glaube, den Kollegen erledigen wir auch gleich. So, Meister. War schön mit dir. Und das finde ich auch saucool, dass es quasi nicht nur ein reines, sag ich mal, in die Fresse Shooter-Game ist, sondern dass man immer noch sozusagen Schleichelemente dabei hat, wenn man Lust darauf hat. Aha, da haben wir noch einen Kollegen. Sehr gut. Und das ist natürlich die munitionssparendste und die unauffälligste Methode hier zuzuschlagen. Schalte den Kommandanten aus. Okay, Tutorial dem Tagebuch hinzugefügt. Ein Kommandant kann per Funk Verstärkung anfordern. Wenn es dir gelingt, alle Kommandanten in der Nähe unbemerkt auszuschalten, können sie weder Alarmschlag noch Verstärkung rufen. Wenn du bereits aus allen Rohren feuerst, versuche zuerst den Kommandanten zu töten, bevor sie ihr Funkgerät einsetzen. Okay, alles klar. Gut zu wissen, ne? Oh, jetzt habe ich auch ein Signal entdeckt. Alles klar. Das hat mir oben angezeigt. Ah, da ist der Kommandant. Ja, I see. So, aber da war gerade noch ein zweiter Soldat, ne? Aber nehmen wir jetzt erstmal den Kollegen hier raus. Und dann machen wir jetzt hier auch Feierabend. Das heißt, mit Verstärkung ist hier erstmal nichts. Machen wir hier auch noch Feierabend? Oh, das ist doch schön. Oh, und ich kann Messer werfen. Drücke R3 zum Messer werfen. Ah, ein Messer habe ich. Und das sieht man jetzt unten rechts neben meiner Granate. Okay. Aber ich glaube, hier steht tatsächlich nur noch ein Kollege. Ne, zwei sogar noch. Okay. Aber eins nach dem anderen. So. Die Granate nehmen wir nochmal mit. Tut mir leid, die steht auf der falschen Seite des Krieges in diesem Fall. Wir testen das jetzt einfach mal, würde ich sagen. Oh. Das war ein bisschen erbärmlich. schwierige Momente. Das Messer ist einfach so richtig, richtig peinlich vor ihm auf den Boden gefallen. Aber ich kann es wieder aufheben. Okay, ich werfe das nicht so weit wie gedacht, muss ich zugeben. Oh mein Gott, was sind das für Granaten? DKM 41113 Bomben. Das sieht irgendwie nicht so gesund aus. Okay, aber dann haben wir immerhin das hier schon geschafft. Das waren Kisten, die ich nicht kaputt machen kann, ne? Ja, daran erinnere ich mich. Okay, wir machen mal weiter. Wir haben wieder ein Signal entdeckt. Aha. Und wenn ich das richtig gesehen habe, dann bewegen die sich hier auch, ne? Da vorne steht einer. Der Kommandant läuft gerade weg. Da vorne steht einer. Oh, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt hier am besten anfange. So, wenn ich den rausnehme, wird mich der da drüben sehen. Soll ich nochmal probieren, ein Messer auf den zu werfen? Ich bin mir nicht sicher, Freunde. Wenn ich den jetzt rausnehme, nee, sein Kollege wird das sehen. Naja, was soll's, Freunde. Zack, ja, jetzt geht's Hackbraten, ruft er. So, und jetzt muss ich irgendwie in den Kommandanten rankommen. Da, du wirst keine Verstärkung rufen. Sehr schön. Ich krieg jetzt einfach erst das Nachladetutorial. Aber ich glaube, er hat's nochmal geschafft, Verstärkung zu rufen, oder? So, der hat auch noch nicht mit. Der hat den Schuss auch noch nicht gehört. Sehr schön. Ich mag die Ästhetik von dem Spiel. So diese Zweite Weltkrieg-Ästhetik gepaart mit diesen modernen Neuerungen, die quasi das Regime in der Zeit erhalten hat. Richtig crazy. Was bist du? Das ist eine Bombe. Okay. Was sprengen wir?
Worauf haben wir Lust? Was jagen wir in die Luft? Oh, wir wollen hier rein. Verstanden. Da bin ich doch dabei. Dann platzieren wir den Sprengsatz mal. Und gehen vielleicht mal in Deckung. Das war wirklich schlecht. Und das Ding hier geht auch auf. Zwei Kanonen sind in den oberen Stockwerken. Okay. Ja, ich bin dabei. So, Pistole auch übrigens. Oh, nee, ich wurde schon gespottet. Euer Ernst? Da oben, oder? Oh, ich glaube, ich habe den erwischt. Das war ein astreiner Headshot. Oh, der Kommandant ist da in diesen Raum gerannt. Oh, shit. Okay. Du hast gar nichts. Okay, müssen jetzt hier irgendwie durchkommen. So, einer bemannt gerade da oben das Geschütz neu. Ja, da müssen wir in Deckung gehen. Oh, ich habe hier keine gescheite Deckung. Wir gehen hier rein. Okay. Heilung. Was bist du? Eine Karte. Okay, nicht schlecht. Damit kann man arbeiten. So, die Heilung hier nehme ich mit. Jetzt schauen wir mal. Oh Gott, ich habe gerade gehört, dass eine Granate wirft. Oh Gott, ich muss hier raus. So, der muss jetzt weg, der Kollege. Ja, den haben wir. Sehr gut. Jetzt gibt's hier gar nichts mehr. So, der Kommandant ist, glaube ich, hier rein, oder? Habe ich das richtig mitbekommen? Da ist er. Zack. Okay. Ich habe zwar mein Messer schon wieder in die Pampa geworfen, weil ich es irgendwie zu früh geworfen habe. Oh! Oh mein Gott. Ich habe einfach noch 16 Leben. Das ist alles andere als gut. Aber der Kommandant, der hat leider zu lange gelebt. Ich glaube, wenn ich den Kommandanten sehe, dann sollte ich vielleicht einfach das Feuer auf ihn eröffnen. Gesehen, dass da ein Kollege war. Aufgepasst. Hi. Da ist noch einer. Ha, der hat das rausgelugt. Da ist noch... Oha. Wie viele von euch sind jetzt hier noch unterwegs? Aber jetzt bin ich ein bisschen sicherer am Start. Und die haben auch gute Rüstung wieder. Ich kann teilweise deren Helme nehmen und in Rüstung verwandeln. Okay. Da vorne haben wir nochmal Leben. Oder... Oh, nee! Jetzt habe ich echt noch diese eine Pfeife hier übersehen. Das gefällt mir nicht, aber warte mal nicht. Ich glaube, ich muss hier gar nicht lang. Warte mal. Schaut mal, es gibt einen Skilltree. Speer. Töte heimlich einen Kommandanten. Messerwerfer. Du kannst ein zusätzliches Messer tragen. Ah, heimliches Töten durch Messer. Man muss hier so kleine Quests abschließen. Ein Kopftreffer mit einer Pistole machen, um neue... Skills freizuschalten. Das ist ja mal saucool. Okay, ich muss 5 Leute durch Messerwurf töten. Dann kriege ich, einen zweiten Messerslot zum Tragen. Mein anderes Messer habe ich ja irgendwo da runtergeworfen. Okay, aber ich glaube, wir müssen noch weiter nach oben. Oh, das ist ja mal cool. Durch Einsetzen von Kampftaktiken kann man neue Funktionen freischalten, sich freispielen. Das ist eine Form von Progression-System, wie ich sie verdammt cool finde. Dadurch wird man auch so ein bisschen so eingeladen, diese ganzen neuen Sachen sozusagen abzuchecken. Okay, die wissen schon, dass wir da sind. Hab verstanden. Okay. So. 25 Rüstung, die schmeckt. Wird aufpassen, Granate vor mir. Aber ich dürfte hier safe sein, ja. So. Okay, das läuft auch schon mal gar nicht schlecht. Ich meine, ich empfange kein Signal. Das heißt, ich hoffe, dass es hier mal kein Kommandant unterwegs ist, der mir jetzt hier auf den Sack geht. Der steht noch. Das Problem ist, wie gesagt, die haben teilweise so einen Rückstoß, diese Waffen, dass ich einfach in diesem ganzen Geratter gar nicht sehe, ob ich den Kollegen jetzt wirklich erwischt habe oder nicht. Aber läuft doch gar nicht schlecht. Och, du Scheiße. Okay, die sind an diesem Riesenteil vorbeigekommen. Okay, da haben wir noch ein bisschen Rüstung und Leben. Das ist quasi eine Art Kaschemme hier, ne? Also eine Art Lager, in dem die pennen. So, da haben wir ein bisschen was liegen, nochmal ein bisschen Heilung. Ist hier sonst noch irgendwas da drin? Nochmal ein Medischock, damit sind wir wieder auf 100 Leben. Das ist doch schon mal gar nicht schlecht. So, Freunde, und ich glaube tatsächlich, dass das der erste Part jetzt an der Stelle
vorbei ist. Ich würde gerne noch die Kanone jetzt hier gemeinsam mit euch ausschalten, ne? Weil wir doch schon jetzt recht tief im Bunker sind. Und dementsprechend spannend wäre es jetzt schon zu sehen, was hier am Ende unserer Reise auf uns wartet. Aber ich denke, das machen wir gemeinsam beim nächsten Mal. So, jetzt schauen wir nochmal. Ist hier jemand? Nee. Oh, doch, hier ist jemand. Du Sau. Jetzt hat er da eine Granate hinter mich geworfen. Ich glaube, es hackt. Okay, der liegt da. Den haben wir. Dann nehmen wir den da oben noch mit. Mhm. Der steht noch. Das ist nicht so gut. Zack. Zack. Okay. Und da vorne steht die Kanone, Freunde. Die nehmen wir beim nächsten Mal raus. Und damit sollte dann hoffentlich unsere Luftunterstützung gesichert sein. Weil diese Flak dann keine Fliege mehr aus der Luft feuern kann. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Und da ist immer noch dieses riesige Dreibein. Das ist so geisteskrank. Danke fürs Zuschauen. Vielen Dank noch an Sören Kamora, Lux Arcadia und JT90PRL für den dicken Support mit der großen Kanalmitgliedschaft.